Es ist wieder Samstag und Samstag ist Teamtalk-Tag und heute freue ich mich, dass wir jemanden dabei haben, der von Kindesbeinen an hier beim TSV ist. Er ist 1997 geboren, 23 Jahre alt, hat hier das Fußballspielen gelernt, hat hier begonnen beim TSV Walmdorf, wechselte dann in der Jugend vor allem oder unter anderem zu den Stuttgarter Kickers, hat einen Abstecher zur SGV Freiberg gemacht und ist seit Sommer 2018 wieder zurück beim TSV Walmdorf, spielt aktuell in der ersten Mannschaft und ist deren Kapitän. Ich freue mich, dass er da ist, Maximilian Wojcik. Hallo Maxi. Hi Dani, schön, dass ich da sein darf. Freue mich, dass du da bist. Ja, wie gerade eben schon gesagt, deine Fußballpremiere hattest du hier beim TSV Walmdorf. Du hast bei den Bambinis, glaube ich, angefangen, damals bei Manfred Kessler. Richtig. Dann aus der F-Jugend haben wir tatsächlich auch Bilder noch gefunden, hier aus der Saison 2004, 2005. Da seid ihr dann auch Meister geworden tatsächlich. Welche Erinnerungen hast du an deine Jugendzeit beim TSV? Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Jugendzeit. Hier sieht man auch den Andi Kessler, das ist der Sohn vom Manfred Kessler, der dann jahrelang mein Trainer war. Auch mit den Jungs, mit dem einen oder anderen, habe ich bis heute noch Kontakt. Hier sieht man auch noch Daniel Bayerle, mit dem ich zusammen spiele und auch privat sehr gut befreundet bin. Und ja, der Andi hat hier mit den Jungen immer noch ab und zu Training, kommt dann, sagt mir auch noch, wie ich mit der Sache umgehen soll, wie ich das umsetzen soll in den Spielen, was wir besser machen können. Die Zeit damals war sehr schön. Kinderfußball, da hatte man noch große Augen, Träume, war hier auch zu sehen. Wirklich sehr schöne Zeiten, an die man sich gerne zurückerinnert. Ja, du hast dann, nachdem du hier beim TSV begonnen hast, dann mal so ein bisschen dich umgeschaut, hast den TSV auch dann verlassen. Wie kam es zu dem Wechsel? Ich bin damals zu der Sportvereinigung Feuerbach gewechselt, aufgrund, dass einige Spieler aus der Mannschaft vom TSV Walmdorf dorthin gewechselt sind und da die Sportvereinigung Feuerbach damals ein Stück weit höher gespielt hat, also eine Klasse höher. Und da war einfach der Anreiz auch schon als kleiner Junge, was Größeres auszuprobieren und den Schritt zu wagen. Und Feuerbach war jetzt nicht so weit weg, dann habe ich den Wechsel angetreten. Dann bist du auch zu den Stuttgarter Kickers irgendwann gekommen, warst dann dort in der Jugend, in der zweiten Mannschaft. Wie waren deine Erfahrungen dort bei den Kickers? Erfahrungen waren sehr gut. Also ich bin bis heute glücklich und erzähle gerne von den Erfahrungen. Das würde ich aber sehr weit ausweiten können. Könnte ich stundenlang von erzählen. Habe sehr viel dazu gelernt, sportlich, aber auch im sozialen Aspekt, wie ich mich weiterentwickelt habe. Waren sehr, sehr schöne Zeiten. Es ging professionell ab. Man hat den Fußball von einer ganz anderen Seite mal kennengelernt. Das Training war super. Und genau das Ganze drumherum auch, was man als Kind erlebt hat. Ist echt schön, kann ich jedem jungen Spieler auch empfehlen, den Schritt zu wagen, was Größeres auszuprobieren. Vor allem, wenn man die Chance hat und irgendwo gesichtet wird, sollte man sie ergreifen, weil es wirklich eine sehr schöne Zeit war. Aber auch eine harte, man muss damit umgehen können. Es war viel Konkurrenzkampf und trotzdem war es sehr schön, mit seinen Jungs Fußball zu spielen, seinem Hobby nachzugehen. Auch aus der Zeit haben wir natürlich was Schönes gefunden noch im Archiv. Wir schauen mal rein. Mein Name ist Maximilian Wojcik, ich bin 17 Jahre alt. Meine Position ist rechter Sechser. Ich habe bei Weilendorf und bei Feuerbach gespielt. Meine persönlichen Ziele sind, mich fußballerisch weiterzuentwickeln. Meine Ziele mit der Mannschaft sind klar der Aufstieg. So, haben wir noch EMBW-Werbung untergebracht. Ja, Ziel war der Aufstieg damals, hat nicht ganz geklappt. Ihr seid Zweiter gewesen Ende der Saison damals. Und habt es dann leider ganz knapp nicht erreicht, dieses Ziel. Aber hast du dein persönliches Ziel, dich weiterzuentwickeln, dort erreicht? Fußballerisch definitiv. Hat man von Jahr zu Jahr immer mehr dazu gelernt. Eben wegen dem professionellen Training und dem Ganzen drumherum. Gute Trainer, die Jungs waren auch gut, mit denen konnte man wirklich gut arbeiten. Aber auch sehr viel persönlich dazu gelernt, mich stärker gemacht, in der Gruppe mich durchzusetzen. Ich hatte das Glück, dass mein Vater mich sehr unterstützt hat, mich überall hingefahren hat, mir Hilfe gegeben hat, immer wenn ich Frust hatte oder getrauert habe. Es gibt's auch, es gibt auch Schattenseiten, aber ich halte mich gern immer an den schönen Seiten fest und da habe ich mich definitiv in meinem Leben auch weiterentwickelt, definitiv. Ja, dann hast du die ganzen Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Vereinen, hast viel mitnehmen können, viele unterschiedliche Dinge auch.
Und bist dann, was für uns natürlich sehr, sehr wichtig ist, 2018, 2019 wieder zurückgekommen zu dieser Saison. Damals mit Daniel Goss und Manfred Puchelbeck noch im Trainerteam. Wie war die Rückkehr zum TSV nach so vielen Jahren? Also der Schritt war sehr schwer, weil ich mich entscheiden musste, ob ich zwei Schritte zurückgehe, also zwei Ligen in dem Fall. Ich hätte noch Oberliga spielen können, habe aber parallel ein Studium, ein Vollzeitstudium angefangen, wo ich viel Zeit investieren musste. Und dadurch, dass ich engen Kontakt mit dem Bachmann hatte, da er mich öfters mal angesprochen hat, auch durch seinen Sohn beim SGV Freiberg dann oft auf dem Trainingsgelände war und wir da im Kontakt standen, kam es dann irgendwann mal dazu, dass ich einen Daniel Beierle gefragt habe: Hey, wie sieht es bei euch aus? Wie läuft es ab? Wie ist die Struktur? Könnte ich da reinpassen? Wie sind die Jungs drauf? Habe ich da überhaupt wirklich Lust drauf? Und er hat es mir dann schmackhaft gemacht. Ich bin ab und zu mal beim Training da gewesen, habe es mir angeschaut, erstmal von außen. Sah auch immer sehr spaßig aus. Die Jungs haben gelacht. Es war auch ein ordentliches Niveau. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich den Schritt machen möchte, vor allem in TSV Weilendorf auf dem Gelände. Da kenne ich mich aus, da kenne ich noch einige Gesichter. Und ich bereue nichts. Ich fühle mich hier wohl. Es war sehr schön. Ich habe vor der Rückkehr, um darauf zurückzukommen, das erste Mal wieder richtig Urlaub gemacht, weil ich es nach einer langen Zeit wieder tun konnte. Und nach dem Urlaub kam ich dann hier zurück und wurde direkt herzlich angenommen von den Jungs. Ich konnte mich direkt eingliedern und habe die Vorbereitung dann mit den Jungs eigentlich sehr gut absolviert. Hast du dich nach der Rückkehr noch ausgekannt hier oder hat sich viel verändert beim TSV? Ja gut, vom Gebäude her und von den Trainingsplätzen habe ich mich natürlich ausgekannt. Überrascht hat mich allerdings das ganze Konzept hier und die Leute, die dahinter stehen. Ich habe mir was ganz anderes erwartet. Wurde aber positiv dadurch überrascht, wie viele Menschen hier wirklich Kraft und Zeit investieren. Und deswegen bin ich auch seit dem dritten Jahr hier. Eben auch für die Leute, weil sie sehr viel für uns investieren und das möchte ich zurückgeben. Ich habe mich nicht nur im Team wohlgefühlt, sondern auch im gesamten Verein. Und muss man auch mal echt loben und wertschätzen, anerkennen, was die Leute hier wirklich in den Verein reinstecken. Versuchen, das Ganze professionell zu gestalten, hier Struktur reinzubringen, die Kabinen, dass sie da umräumen, uns den Spielern eigentlich so einen Weg ebnen, so einfach wie möglich, das Ganze hier zu gestalten. Und das hat mich wirklich sehr überrascht, hätte ich vom TSV Weilendorf auch nicht erwartet. Und genau. Ja, seit letzter Saison bringst du dich da noch mehr ein. Du bist als Kapitän der Mannschaft der Vertreter gegenüber dem Verein, gegenüber dem Trainerstab. Dazu haben wir eine Frage von Alma Abdullah 11 und auch von Camelo Muck. Die haben eigentlich fast das Gleiche gefragt. Auf was muss man als Kapitän achten, beziehungsweise was zeichnet deiner Meinung nach einen guten Kapitän aus? Ja, ich kann nur persönlich von mir sprechen, wie ich das Ganze sehe. Man muss es immer von ganz verschiedenen Blickpunkten betrachten. Kapitän an sich, es kommt natürlich immer darauf an. Man muss ein Bindeglied von der Mannschaft zum Trainer sein, aber auch zu den Abteilungsleitern, zu den Spielleitern, zu dem Stammtisch. Man muss immer kommunikativ bleiben, man muss versuchen, Probleme anderer zu lösen, aber auch versuchen, Sachen einfach besser zu gestalten. Das Organisatorische gehört dazu. Und dann natürlich, wir sind beim Fußball. Auf dem Trainingsplatz muss man immer versuchen, voranzugehen. Ich war immer eher der Spaßkopf, der gelacht hat. Und jetzt bei den Übungen musste man mir öfters mal sagen: Jetzt komm, Maxi, reiß dich mal zusammen. Mach die Übung jetzt richtig. Jetzt versuche ich eher als Vorbild voranzugehen. Ich stehe auch meistens bei den Übungen dann vorne und sage den Jungs: Kommt, zieht mit, macht weiter. Das tun wir nur für uns. Das hat der Kapitän darauf zu achten. Und natürlich im Spiel muss man einen guten Überblick haben, wenn es gerade nicht gut läuft, muss man schauen, dass man das Team wieder zusammenbekommt, auch durch lautstarke Worte, durch die richtigen Worte, das Team zu motivieren und genau da so versuchen, die Mannschaft einfach mitzuziehen. Des Weiteren natürlich diese pädagogische, psychologische Art. Man muss seinen Mitspielern empathisch gegenüber sein. Ich denke, ich bin sehr empathisch. Das heißt, ich kann den anderen sehr gut zuhören, ich nehme mir Zeit für andere, ich telefoniere gerne und deswegen denke ich, jeder in der Mannschaft kann eigentlich auf mich zukommen. Ich höre es mir an, ich helfe gerne und
Deswegen, dann funktioniert es auch gut. Hast du dich damals, als du dann dieses Amt übertragen bekommen hast, darüber gefreut oder war es so, dass du gesagt hast, oh nee, aber... Ich habe mich sehr darüber gefreut, natürlich als junger Spieler war das dann schon eine Ehre für mich. Was ich sagen muss, was mich mehr gefreut hat, war natürlich, dass der Trainer mich nicht gewählt hat, sondern das Team, weil das mir eine enorme Wertschätzung gegeben hat. Es war eine sehr große Ehre für mich, das mitzubekommen, dass das Team da wirklich hinter mir steht und auch von meinen Fähigkeiten überzeugt ist. Und deswegen habe ich das dann auch gerne fürs Team gemacht. Wenn die Mehrheit mich wählt und sagt, Maxi, bitte tu das für uns, dann sage ich da nicht nein und habe mich riesig darüber gefreut, dass immer Probleme damit auch verbunden sind. Das war mir klar, aber die versuche ich zu stemmen, weil ich denke, ich bin auch eher so ein lösungsorientierter Mensch und kein problemorientierter Mensch. Das versuche ich dann auch dort umzusetzen. Ja, also du hast schon das ein oder andere Problem gerade mit der Mannschaft auch zu lösen. Ich glaube, da seid ihr auch gerade dran, eine gute Lösung zu finden, weil die Situation ist ja aktuell nicht ganz einfach. Holger Traub ist dann auch nochmal in eine Zeit des Umbruchs dann reingeschmissen worden, hat ja auch erst nach Saisonbeginn dann hier übernommen. Haris Gusevic, ehemaliger Spieler bei uns, hat gefragt, wie du den Umbruch aktuell in der ersten Mannschaft siehst. Ja, das ist ein sehr großes Thema, wo wir uns schon sehr viele Gedanken gemacht haben. Jetzt gar nicht in Person von mir, sondern auch die Leute, die da über mir stehen, in Form von Michael Bachmann, Tobi Nötzold, die da wirklich sich Gedanken machen und nicht wenige. Und ich denke, dass diese Leute immer das Beste für uns wollen und für den Verein. Und ein gewisses Risiko ist man gegangen bei diesem Umbruch. Ich finde es aber richtig. Und das Thema wurde seit den 3 Jahren, in denen ich da bin, oft thematisiert, dass man das Team etwas verjüngen möchte. Das hat man nun getan. An sich finde ich den Umbruch in Ordnung, jedoch muss man irgendwie versuchen, wieder so ein Gleichgewicht herzustellen von jung und alt, da diese nötige Erfahrung, die der ein oder andere noch mitbringen könnte, dem Team sicherlich nicht schlecht tun würde. Aber ich vertraue da ganz den Entscheidungen, die von oben kommen, und damit wird weitergearbeitet. So ein Umbruch braucht ja auch sicherlich Zeit, oder? Also da wäre es, glaube ich, auch utopisch anzunehmen, dass das jetzt von heute auf morgen funktionieren würde, oder? Definitiv, das ist genau der springende Punkt. Corona geschuldet, meiner Meinung nach, denn wenn du ein junges Team hast, dann kannst du damit gut arbeiten. Dann weißt du, da musst du gar nicht so viel an der Fitness arbeiten, sondern eher daran, dass das Team zusammenwächst wie ein Puzzle. Und so eine Teambuilding-Einheit ist zurzeit halt schwierig gewesen. Auch schon vorm Holger Traub war das sehr schwierig umzusetzen, dass man einfach mal was außerhalb des Platzes unternimmt, sich richtig kennenlernt, über private Dinge mal redet. War sehr schwierig und deswegen braucht so ein Umbruch Zeit, und die Zeit muss man sich aber auch geben können. Ja, du hast angesprochen, Holger Traub kam dann zu kurz nach Beginn dieser Saison mit dazu als neuer Cheftrainer. Welchen Eindruck hattest du von ihm? Einen sehr guten Eindruck. Ich kannte ihn allerdings schon von früheren Zeiten, aus den Zeiten von den Stuttgarter Kickers. Er war allerdings nie mein Trainer persönlich. Das heißt, er war immer eine Klasse drunter eigentlich aktiv. Ich habe immer nur Positives von ihm gehört. Ich habe das Training natürlich auch mitbekommen, da wir uns ab und zu mal den Platz geteilt haben. Und auch später habe ich mit dem jüngeren Jahrgang mal zusammengespielt und habe wirklich nur Positives gehört, was Menschliches angeht, was Sportliches angeht. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich vom Michael Bachmann mitbekommen habe, dass er ein Kandidat sein wird. Habe ihm dann auch das nötige Feedback gegeben. Und dann kam die Nachricht, dass er es sein wird. Hat sich im Training auch bestätigt. Das Training läuft sehr professionell ab. Man merkt ihm an, dass er ein klares Ziel vor Augen hat, dass er auch diesen Willen hat, das Team braucht, vor allem in so einer Situation, wo du einfach merkst, dass das Team angeschlagen ist, dass Kleinigkeiten das Team zu Fall bringen können. Da brauchst du genauso einen wie ihn, der eine Vision vor Augen hat, der wirklich an das Ziel glaubt. Man merkt es ihm richtig an, dass er an dieses Ziel, dass er daran wirklich festhalten will und es mit uns erreichen möchte. Und genau so jemanden haben wir in dieser Zeit einfach gebraucht. Ja, jeder Trainer hat ja so ein bisschen seinen eigenen Trainingsstil. Was hat sich mit Holger Traub so geändert im Training und auch im Spiel?
Ja, bei Holger Traub ist faszinierend, dass er auch mit seiner ruhigen Art Disziplin schaffen kann. In unserer Mannschaft ist es nicht ganz so einfach gewesen für frühere Trainer. Durch seine ruhige, direkte, persönliche Art schafft er das allerdings immer wieder. Er muss nicht laut werden und kriegt das Team zusammen. Er hat die nötige Erfahrung in dem fußballerischen Bereich durch seine Übungen im Training Fortschritte zu schaffen und was auch schön ist, dass er dem Team dann auch von Training zu Training mitteilt, dass er diese Fortschritte auch sieht und woran wir noch arbeiten müssen, was wir aber auch schaffen werden. Und das ist bei Holger eine ganz große Stärke, die er im Training mit einbringt. Ja, Holger ist da extrem motiviert, wie wir ihn auch letzte Woche hier auf dem Stuhl schon kennenlernen durften. Er ist ja nicht alleine für das Tun und Handeln zuständig. Neben ihm als Cheftrainer sind ja auch Torwarttrainer mit Stefan Klein oder Martin Hoffmann mit dabei im Trainerstab. Die treten jetzt gerade so ein bisschen in den Hintergrund, glaube ich, in der Corona-Zeit, so wie auch der Holger, der ja vor allem mit dem Yannick euch trainieren lässt, Athletik, übers Webtraining. Ist der Trainerstab mal ganz froh, dass er nicht mehr so viel mit euch zu tun hat für den Monat, oder habt ihr da noch Kontakt mit denen jetzt? Ja, die Zeiten waren halt sehr schwierig, die letzten Monate, nicht nur für den Trainerstab, auch für uns Spieler. Ich denke, jedem tut es in einer Art und Weise gut, ein bisschen davon wegzukommen, nochmal den Kopf vielleicht klar zu machen. Und trotzdem ist jedem bewusst, dass wir weitermachen müssen. Beziehungsweise, dass jeder Einzelne sollte eigentlich weitermachen wollen. Und deswegen sind wir da schon dran. Ich habe Kontakt noch zu dem einen oder anderen. Jetzt gerade zu Harry oder den Betreuern oder zu Martin, unserem Co-Trainer, auch nicht unbedingt. Aber man sieht ihn ab und zu auch mal bei Max, bei seinem Sohn in der Kamera, wenn wir dieses Webtraining haben. Ist dann auch schön, die Leute dann mal wieder zu sehen und nicht immer nur übers Telefon zu hören. An sich denke ich, trotzdem, es tut jedem gut. Wir bleiben dran, wir machen Läufe, wir machen dieses Webtraining. Ja, ihr seid jetzt im Home-Workout-Modus. Wie sieht das Training aktuell aus? Wir haben Läufe, die wir zu absolvieren haben. Das haben wir vor einer geraumen Zeit, haben wir Zeiten bekommen und Distanzen vom Holger, wie wir das Ganze zu absolvieren haben. Und dann hatten sie die Idee, dass wir Challenges einbauen. Das heißt, wir sind in kleinen Gruppen gekommen. Mit der Aufforderung, dass wir Punkte sammeln können und später Preise dafür bekommen. Also du hast auch einen Ansporn gehabt, was eine sehr gute Idee war, weil wir in diesen kleinen Gruppen dann auch intensivere Kontakte sogar geführt haben, um diese Ziele zu erreichen. Die Challenge war sehr cool, hat uns auch weitergebracht und das Webtraining mit Yannick finde ich auch sehr gut. Ich bin kein Fan davon, das zu Hause zu machen. Würde es vielleicht auch lieber draußen irgendwo machen, aber da kann ich halt schlecht meinen Laptop oder mein Handy mit rausnehmen. Es ist eine gute Alternative. Das Training ist sehr gut, vor allem das Dehnen. Man merkt es jetzt schon, obwohl man es zweimal die Woche macht, dass man ein bisschen verkürzt ist, dass man merkt, okay, es zieht doch wieder. Also diese Trainingsbelastung an sich ist jetzt nicht ganz so hoch, wie wenn man dann öfters auf dem Platz steht oder spielt. Aber das Training ist sehr gut und bringt uns auch weiter. Und man sieht sich, das war in dem ersten Lockdown war das ganz schlecht, weil da hat man sich gar nicht gesehen. Da hat man teilweise 2, 3 Monate mit den Leuten gar keinen Kontakt. Und jetzt ist man zweimal die Woche am Laptop online und sieht die Gesichter und kann auch danach noch ein bisschen Quatsch machen und die Kameras bleiben an. Ja, kurz bevor es ins Home Workout ging, habt ihr euch ja Ziele gesteckt, bevor es zum Lockdown 2 kam. Da habt ihr eure Lage bewertet, Ziele vorgegeben, was ihr auch noch erreichen wollt bis zur Winterpause. Jetzt ist die natürlich vorgezogen, jetzt ist alles über dem Haufen, aber trotzdem, wie ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und wie war vor dem Lockdown die Stimmung in der Mannschaft? Die Stimmung vorm Lockdown, die Stimmung war eigentlich immer ganz gut bis nach dem Spiel. Also die Trainingswochen waren immer sehr gut, das Trainingsniveau war gut, die Stimmung war gut, es wurde viel gelacht. Vorm Spiel wurde gelacht und miteinander geredet. Während dem Spiel sieht man an den Ergebnissen, ist halt nicht immer so blendend gelaufen. Dann war die Stimmung danach sehr schlecht. Jetzt während dem Lockdown, ich habe nicht mit jedem Kontakt, aber so jeder versucht halt sein Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen, weiterzumachen.
Durch die Corona-Regelung ist man ja eingeschränkt. Und trotzdem versuchen wir als Team, diesen Fußballaspekt durchzuziehen, zu sagen, okay, so hoch wie möglich muss die Trainingsbeteiligung auch sein. Und da ist die Stimmung eigentlich immer ganz gut. Also ich gehe auch mit Daniel Bayerle zum Beispiel laufen, da unterhält man sich dann auch mal wieder, redet über solche Themen. Die Ziele, die werden wir natürlich weiterhin fortsetzen. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Da muss man einfach abwarten, wie der WFV oder der DFB entscheidet. Und je nachdem, wie es dann weitergeht, werden wir uns sicherlich neue Ziele setzen, weil man muss irgendwo festhalten können und irgendwas erreichen können. Das hat man jetzt an den Challenges gemerkt. Sobald Ziele zu erreichen sind, versucht das Team auch alles, das zu machen. Und wenn dann da auch alle mitziehen, in einem Boot rudern, dann bekommen wir die neuen Ziele auch sicherlich hin. Ja, was wollt ihr in dieser Saison erreichen? Also Holger ist ja da, glaube ich, sehr zuversichtlich und sehr motiviert. Ist die Mannschaft auch, oder? Welche Ziele gibt es da? Wenn ich fürs Team sprechen kann, bin ich mir eigentlich sicher, dass keiner von uns absteigen möchte. Die Situation ist sehr schwierig, der Tabellenplatz ist sehr schwierig und die Punkte, die wir haben, es ist nicht blendend, aber ich denke, dass es keinen gibt, der aufgegeben hat. Wir glauben noch dran und je nachdem, welche Chance wir bekommen, das wieder auszubügeln, werden wir die Chance auch annehmen. Dafür arbeiten wir jetzt auch in der Pause, die wir gerade machen müssen, hart. Und werden dann alles daran setzen, nicht abzusteigen. Das ist primär das Ziel. Wie das dann am Ende aussieht, wie viele Punkte wir erreichen müssen, kann ja noch keiner sagen. Ja, jetzt diesen Mittwoch hat der WFV gesagt, dass bis zum Dezember nichts mehr stattfinden wird. Im Frühjahr soll es dann hoffentlich weitergehen. Worauf freust du dich da am meisten? Am meisten freue ich mich natürlich, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann. Den einen oder anderen mal wieder persönlich treffen kann, sich austauschen kann und am besten dann noch mit dem Ball am Fuß das erste Mal wieder einen austribbeln oder aufs Tor zu schießen, sich mit anderen messen zu können. Das vermisst man als Fußballer einfach. Wir sind Teamsportler und keine Einzelsportler. Das ist eben auch genau die Problematik an dem Laufen, dass du es halt immer alleine machst. Du musst es machen, um dich fit zu halten. Es tut jedem Einzelnen auch gut. Aber wir sind Fußballer, Fußballer. Wir wollen in einem Team sein, wir wollen in einer Gruppe arbeiten, unser Hobby ausüben und darauf freue ich mich eigentlich am meisten, alle wiederzusehen und mit denen zusammen zu kicken. Ja, zusammen zu kicken. Dazu haben wir noch eine Frage von Akku Berlin und der fragt, wie oft hast du Maden im Eckel schon getunnelt? Mann. Also bei Maden habe ich tatsächlich aufgehört zu zählen. Nein, mit Maden ist es eigentlich immer ganz lustig. Ein Eckle ist vorm Training immer angebracht, weil das die Stimmung aufheitert. Man wird warm, man bewegt sich. Und manche haben das Ziel, tatsächlich Tunder zu geben. Dann rastet auch das komplette Team aus und lacht und man liegt auf dem Boden. Maden habe ich. Ich habe schon geschafft, ihn zu tunneln. Nicht so oft, aber ich werde auch ziemlich oft getunnelt. Deswegen, vielleicht ist es ausgeglichen mit dem Maden. Eine sehr diplomatische Antwort. Ja, das war so eigentlich die letzte Frage. Zum Schluss haben wir noch einmal Grüße von 499.nick. Den wollen wir herzlich zurückgrüßen. Kennst du ja, glaube ich, auch. Ja, Nick kenne ich auch, immer wieder schön, auch an die ganzen Jungs. Die kommen immer in der Truppe zu unseren Heimspielen. Man bekommt es als Spieler schon mit, das ist den Jungs vielleicht gar nicht so bewusst. Ist schön, Nick und deine Jungs, schön, dass ihr das macht, finde ich toll. Macht es weiterhin, wir als Spieler bekommen das mit und sind euch auch dankbar. Und Ja, und ich glaube, auch die können es nicht erwarten, dass es dann hoffentlich irgendwann mal weitergeht. Da drücke ich die Daumen, dass es so schnell wie möglich der Fall ist. Uns allen drücke ich da die Daumen. Und dann bedanke ich mich. Schön, dass sehr du da gerne. warst. Hat mich gefreut. Ich glaube, ihr fandet es auch interessant. Wir würden uns natürlich über weitere Fragen an weitere Personen oder vielleicht auch nochmal an Maxi freuen. Sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder. Und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und bleibt gesund.